Fürs Handwerk nachgefragt, heißt es heute am 22. September 2023 wieder hier in unserem Bildungszentrum NewMe der Handwerkskammer Dresden. Das Thema lautet Bürokratieabbau, damit mehr Zeit für das Handwerk bleibt. Eigentlich ein Thema wie Kaugummi am Schuh und ein Thema, bei dem alle sagen, gewinnt ihr sowieso nicht. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, glauben aber an Wunder. Sonst hätte es auch die deutsche Wiedervereinigung nicht gegeben. Deswegen widmen wir uns dem Thema und werden nachfragen. Wir freuen uns, dass viele prominente Gäste auch unserer Einladung gefolgt sind. An der Spitze die Bundestagsabgeordneten Thorsten Herbst von der FDP und Markus Reichel von der CDU. Thomas Kralinski als Staatssekretär aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium und Arbeitsministerium ist unserer Einladung gefolgt, genauso wie Dirk Dietrichs, der Beauftragte für Großansiedlungen aus der Staatskanzlei. Besonders freue ich mich, dass Professor Dr. Hans Wiesmet von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften aus Leipzig den Weg nach Dresden genommen hat. Andreas Aumüller, der Geschäftsführer der Kreditreform Dresden, und Frank Hippler, die IKK Classic Vorstandsvorsitzender der Versicherer dem Krankenbereich für das Handwerk. Bürokratie. Marcus Tullius Cicero vor mehreren tausend Jahren. Der Haushalt muss ausgeglichen, der Staatsschatz aufgefüllt und die Staatsverschuldung vermindert sein. Die Überheblichkeit der Bürokratie muss gedämpft und überwacht werden. Vielleicht könnte das ja schon ein Fazit sein, aber lassen Sie uns dazu lieber in die Diskussion kommen. Die Umfrageergebnisse unter dem Handwerk repräsentativ aus dem Frühjahr sagen uns, dass bundesweit nur rund 42% der befragten Meisterinnen und Meister anderen den Weg in die Selbstständigkeit weiterempfehlen würden. Und ich muss leider anfügen, in Sachsen ist es nur jeder Zweite. 50% unserer Meisterinnen und Meister würden anderen abraten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und einer der Hauptgründe ist die Bürokratie. Warum bauen Sanitär- und Heizungsinstallateure vielleicht lieber das Bad als die Wärmepumpe ein? Gerade kleine Betriebe sind überproportional von Bürokratie betroffen. In vielen Fällen müssen sie identische Anforderungen wie Großunternehmen erfüllen, ohne auch nur annähernd vergleichbare Ressourcen zu haben. Einer von fünf Tagen geht für Bürokratie drauf. Bürokratie muss ein erträgliches Maß für betriebliche Freiräume bekommen. Ich freue mich auf die heutige Diskussion und hoffe, dass die Diskussion bei allen hier im Raum, aber auch über das Internet Impulse setzt. Es darf uns nicht ruhen lassen, dass die Hälfte aller Selbstständigen Sachsen nicht zur Gründung raten würden. Darauf können wir nicht sitzen bleiben. Zu unserer heutigen Talkrunde fürs Handwerk nachgefragt zum Thema Bürokratieabbau, damit mehr Zeit fürs Handwerk bleibt. Dabei wollen wir auch Sie, liebes Publikum, aktiv einbinden. Später haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Runde zu richten. Zuvor möchte ich Ihnen natürlich aber erst einmal unsere Gäste vorstellen. Benjamin Strasser, der FDP-Politiker, ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit Dezember 2021 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz. Er verspricht, wir stellen uns dem Bürokratie-Burnout unserer Unternehmen entgegen und entlasten unsere Wirtschaft von unnötiger Bürokratie auf nationaler und europäischer Ebene. Bürokratieabbau ist sowohl Mannschaftssport als auch Dauerlauf. Garel Dün, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln, ist seit 2022 Mitglied des Nationalen Normenkontrollrates. Von 2012 bis 2017 war er für die SPD Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk in Nordrhein-Westfalen. Er betont, Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf einen funktionierenden Staat. Diesen bekommen wir nur durch Bürokratieabbau. Elisabeth Kreuzkamp-Aumüller. Sie ist die fünfte Generation der 1825 in Dresden gegründeten Konditorei Kreuzkamp. Sie leitet das Familienunternehmen in München und hat zudem 1993 das Dresdner Backhaus übernommen. Seither lebt die vierfache Mutter auch in der sächsischen Landeshauptstadt. Ihr Appell,
Die starke Bürokratie wirkt die Kreativität im Lebensmittelhandwerk ab. Trotz ganz unterschiedlicher Voraussetzungen werden Industrie und Handwerk gleich behandelt. Das muss sich ändern, wenn das Lebensmittelhandwerk nicht aussterben soll. Und Dachdeckermeister Jürg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, er macht deutlich, die Bürokratie hat Deutschland in eine strukturelle Krise geführt. Das Handwerk kämpft seit Jahren für weniger Bürokratie, doch trotz dreier Bürokratieentlastungsgesetze kommt immer noch mehr dazu. Zum Unwort des Jahres hat es Bürokratie noch nicht gebracht, obwohl es das inzwischen für viele ist. Bürokratie im eigentlichen Sinne ist gedacht, um die Strukturen und Aufgaben in einer staatlichen oder auch nichtstaatlichen Verwaltung genau zu regeln, um objektiv, planbar und zuverlässig zu agieren. Doch längst herrscht das Gefühl vor, dass die Bürokratie unser Land und unsere Wirtschaft lähmt. 1 Milliarde Arbeitsstunden oder 65 Milliarden Euro haben die Unternehmen laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr für die Bewältigung bürokratischer Anforderungen aufgewendet. Knapp 2/3 der Selbstständigen sehen laut einer Umfrage der Handwerkskammer Dresden aus dem Frühjahr die Bürokratie als größte Hürde der Selbstständigkeit. Und laut einer aktuellen Umfrage des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks sagen 74% der Handwerksbetriebe, dass der bürokratische Aufwand in den vergangenen 5 Jahren gestiegen sei. Dass sie recht haben, bestätigte jüngst Bundesjustizminister Marco Buschmann anhand des Bürokratieindexes. Er sprach vom bürokratischen Burnout, Bundeskanzler Olaf Scholz vom Bürokratiedickicht. Und da schaue ich jetzt hier in die Runde. Hand aufs Herz und kurz und knapp, bei so viel Bürokratiedickicht, was ist aus Ihrer Sicht in einem Satz das größte Bürokratiemonster, das wir in Deutschland für Handwerk und Mittelstand aktuell haben? Herr Dittrich, Sie dürfen beginnen und dann gehen wir locker einmal die Runde herum. Ein Satz ist immer so schwer, der ist jetzt schon rum. Ich habe einen Kranfahrer in meiner Firma, Dachdeckerbetrieb. Der hat einen Arbeitsvertrag als Kranfahrer. Trotzdem muss ich für jeden Auftrag, den er ausführt, einen Unternehmerauftrag übergeben, damit er auf einer Baustelle den Kran bedienen darf auf diesem konkreten Bauvorhaben. Das ist so eine schöne Sache, die ich gerne alle mitgeben möchte. Danke, Frau Kreuzkram. Also ich glaube, eines meiner wirklich fürchterlichsten Bürokratiedinger sind die statistischen Umfragen, die wir vierteljährlich abgeben müssen und dann auch noch mal jährlich. Also was ich auch nicht verstehe, warum man nicht 4x4 rechnen kann und eine Summe ziehen kann. Nein, man muss das dann jährlich hinterher auch noch mal machen. Und dann ist das ganz dick gefolgt von Gefährdungsbeurteilungen. Ich muss also jeden Arbeitsplatz muss ich mit einer Gefährdungsbeurteilung versehen. Und das Irrsinnigste ist, ich habe einen Arbeitsplatz oder Arbeitsplätze, die sind nur von Männern besetzt. Und ich muss aber auch eine Gefährdungsbeurteilung für eine Schwangere für diesen Posten machen. Herr Strasser, Sie dürfen. Da gäbe es viele Beispiele, angefangen von der A1-Bescheinigung über Datenschutzgrundverordnung bis zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das sind alles Themen, die adressiert sind. Aber ich glaube, man muss auch an die Grundursache ran. Und das ist das fehlende Vertrauen von Teilen der Politik in Bürgerinnen und Bürger und Unternehmer. Wenn wir vertrauen, braucht es auch nicht immer eine Regulierung, sondern die Menschen einfach machen lassen. Na, da sollte man nachher nochmal drüber reden. Herr Dün. Ich will das Thema Bauen in die Diskussion über Bürokratie mit reinnehmen. Wir als Handwerkskammer zu Köln sanieren ein Bestandsgebäude. Das verändert sich quasi nicht, außer dass es energetisch saniert wird. Diese Genehmigung hat 1,5 Jahre gedauert. Und dann rede ich noch gar nicht darüber, dass wir auch Brücken neu bauen müssen, dass wir eine ganze Reihe von Infrastrukturprojekten haben, die meines Erachtens aufgrund dieses Dickichts von Vorschriften alle viel zu lange brauchen, bis dann das Handwerk und andere überhaupt tätig werden können. Ja, also wir sind mittendrin im Dickicht und um noch eine weitere Perspektive zu hören, haben wir Dr. Klaus-Heiner Röhl, Senior Economist für Mittelstandspolitik und Regionalpolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft gefragt, wo er Deutschland aktuell beim Thema Bürokratie sieht. Die Wirtschaft klagt über zunehmende Bürokratie und das durchaus zu Recht. Wir haben halt das Problem, dass die Politik viele neue Ideen hat und die setzen sich um in Gesetze und Verordnungen. Was wir halt brauchen, ist eine gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, um diese abzubauen. Da hapert es erheblich. Jetzt gibt es ein neues Bürokratieentlastungsgesetz. Da sind aber viele Vorschläge der Wirtschaft nicht berücksichtigt worden.
Wir bräuchten auch eine Stärkung des Normkontrollrats. Der hat über Jahre gute Arbeit geleistet, ist aber in der jetzigen Regierung an den Rand gedrängt worden. Was wir auch brauchen, ist ein stärkerer Einsatz auf EU-Ebene. Viele der Regelungen wie das Lieferkettengesetz kommen von der EU. Und da müsste Deutschland sich stärker einbringen, um Bürokratie zu verhindern. Auch die Digitalisierung könnte helfen, die müsste aber gut aufgesetzt werden. Wir brauchen einfachere Verfahren bei der Übertragung auf digitale Prozesse. Es nützt nichts, schlechte Bürokratie zu digitalisieren, dann haben wir schlechte digitale Bürokratie. Ja, viele wunde Punkte, die hier angesprochen worden sind. Wir haben also viel vor, um über all das in der nächsten Dreiviertelstunde zu sprechen. Frau Kreuzkamp, ich schaue zu Ihnen rüber. Macht es bei so viel Bürokratie überhaupt noch Spaß, Unternehmerin zu sein? Und welche Folgen hat der zunehmende bürokratische Aufwand ganz konkret für Sie und Ihr Team im Alltag? Also ich glaube, wir sind ein ganz gut aufgestelltes mittelständisches Unternehmen hier in der Region. Wir haben hier in Dresden um die 100 Mitarbeiter. Eine Statistik besagt, wir brauchen momentan 12,5 Stunden in der Woche Bürokratie. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Dinge einen absolut lähmen. Also jetzt nehme ich mal die Datenschutzgrundverordnung. Die ist seit vielleicht 5 Jahren in der Mache. Da haben wir natürlich jemanden extern beauftragt, weil ich habe zwar die Ausbildung gemacht, aber ich als Chef darf es ja nicht machen. Also da geht schon los. Da muss ich also jemanden extern beschäftigen. Die kassieren jeden Monat. Jetzt kommt das Hinweisgeberschutzgesetz, gleicher Spaß. Also wenn ich das mache, muss ich ja irgendjemanden dort installieren. Was macht man? Man delegiert das und damit entstehen wiederum Kosten. Und ich rechne das immer ganz gerne mal in Semmeln um. Also wenn ich allein dieses Hinweisgeberschutzgesetz und den Datenschutz im Monat zusammenrechne, bin ich bei ca. 150 Euro. Und dann können wir uns mal überlegen, bei unserem aktuellen Semmelpreis von 80 Cent, wie viel Semmel ich da einfach nur verkaufen muss, um den Gewinn da reinzuholen. Und das kann es ja nicht sein. Aber da muss man den Materialpreis abziehen. Da wird das noch mehr und die Energie und das Personal und alles, was dazugehört. Und ganz ehrlich, es hat bisher noch nie jemand nach dem Datenschutz bei mir nachgefragt. Und es hat auch noch nie jemanden. Aber die Kontrollen, die sind ganz gut. Herr Dittrich, könnte das Warten auf den Handwerker, das ja gerade so in aller Munde ist, deutlich kürzer ausfallen, wenn es weniger Bürokratie gäbe? Oder anders gefragt, legen wir uns als Land gerade selber lahm und die Energiewende auch gleich noch mit? Ja, und das in vielfacher Hinsicht. Zum einen hätte der Handwerker mehr Zeit für die Aufträge des Kunden. Und zum anderen würden wir vermutlich auch mehr Menschen begeistern, ins Handwerk zu kommen. Für mich stellt es ein Dilemma dar, dass wir auf der einen Seite unsere Leidenschaft für das Handwerk präsentieren wollen und auf der anderen Seite deutlich machen müssen, dass dieser Änderungsbedarf im bürokratischen Bereich notwendig ist, damit die Leidenschaft eben nicht noch weiter verloren gehen kann, als es jetzt schon ist mit der Bürokratie. Na, da geht mein Blick rüber zu Herrn Strasser. Sie sind nämlich nicht nur parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium, sondern auch der Koordinator der Bundesregierung für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Jetzt habe ich im Eingangsstatement ganz deutlich entnommen, dass Ihnen die Probleme mit der Bürokratie vertraut sind, der gesamten Bundesregierung auch. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass in den vergangenen 2 Jahren Ampelregierung hier nichts passiert ist. Warum? Also diese Grundthese teile ich nicht. Im Gegenteil, wenn wir erstmal ins letzte Jahr schauen, haben wir, denke ich, doch zeigen können als Land auch, dass es in Deutschland möglich ist, innerhalb von einem halben Jahr LNG-Terminals zu bauen, dass es sehr wohl möglich ist, Werke wie das Tesla-Werk in Brandenburg in relativ kurzer Zeit zu realisieren, wenn die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen richtig gesetzt sind. Und dieses Potenzial, das in unserem Land steckt, das können wir entfesseln, wenn wir den Menschen mehr vertrauen und wenn wir weniger Regulatorik statt mehr aufbauen. Das zeigt, dieses Potenzial in die Fläche zu tragen, das ist jetzt die Aufgabe der Politik. Ich habe dieses Amt übernommen vor einem guten Dreivierteljahr. Als der Minister mir das angetragen hat, war meine erste Reaktion zugegebenermaßen auch oje. Weil Politik redet immer sehr gern über Bürokratieabbau, aber irgendwie passiert das Gegenteil. Und deswegen war das Erste, was ich mir angeschaut habe, warum ist das letzte Bürokratieentlastungsgesetz der letzten Bundesregierung gescheitert? Warum?
weil die Häuser gesagt haben, es gäbe keine Bürokratie mehr, die der Bund abbauen kann. Und keiner ist bisher in den Jahren, seit es den Nationalen Normkontrollrat und so weiter gab, der ja auch eine wichtige Rolle spielt, darauf gekommen, mal die Betroffenen systemisch zu fragen. Deswegen haben wir eine Verbändeabfrage mit dem Statistischen Bundesamt gemacht, wo wir die Handwerkskammer auch eingeladen haben, konkrete Vorschläge mal zu liefern. Welche Normen müssen wir verändern, um ihnen das Leben leichter zu machen? Da sind 442 konkrete Vorschläge eingegangen. Also ganz offensichtlich gibt es doch ein paar Hebel, die der Bund hier drehen kann. Und von diesen 442 konkreten Vorschlägen sind 157 durch den Bund umsetzbar. Diese 157 haben wir uns jetzt noch mal genauer angeschaut und haben basierend auf dieser Umfrage Eckpunkte für ein viertes Bürokratieentlastungsgesetz vorgelegt, das zusammen mit dem Wachstumschancengesetz des Bundesfinanzministeriums, wo es um Steuerrecht geht, doppelt so groß ist vom Entlastungswirkung für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger wie das bisher größte Bürokratieabbaugesetz in der Bundesrepublik. Und ich sage Ihnen, das reicht immer noch nicht aus, das ist nur ein Anfang. Aber wenn der Anfang dieses neuen Wegs doppelt so groß ist wie das, was man bisher geschafft hat, dann glaube ich, dass wir allen Grund zum Optimismus haben. Wir haben gerade eine Chance, wirklich etwas beim Thema Bürokratieabbau für die Menschen zu erreichen, dass sie in wenigen Jahren sagen können, wir spüren das tatsächlich vor Ort, wir spüren das in unseren Betrieben, Unternehmen, Vereinen, in der Gesellschaft. Das ist zumindest mein persönliches Ziel, das ich mir gesetzt habe, und die ersten Schritte dazu sind wir schon gegangen. Da gehen wir nachher gleich noch mal rein, weil ich auch Ihre Meinung gerne dazu wissen möchte. Wir durften teilnehmen als Handwerk an dieser Befragung und jeder Verband durfte 10 Vorschläge machen. Wir hatten aber in den Jahren davor schon 63 abgegeben. Also wir durften jetzt selber würfeln und uns ausmalen, was melden wir denn von diesen 63 Vorschlägen. Das ist schon mal eine Schwierigkeit gewesen. Und deswegen diese Annäherung, das ist richtig und gut. Und natürlich ist es auch gut, wenn man sagt, wir schaffen das Doppelte. Das möchte ich gern wertschätzen. Aber meine Bitte, lösen Sie die Bremse, nehmen Sie nicht nur 160 Vorschläge in die engere Wahl, sondern vielleicht noch 200 mehr. Vielleicht darf ich da noch mal drauf erwidern, weil das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung auch des Gremiums war, weil es uns jetzt nicht darum ging, jahrelang Abfragen auszuwerten, sondern wir ja in die Lage kommen mussten, relativ schnell die Vorschläge sichten zu können und dann einen ersten Aufschlag zu machen. Deswegen haben wir gesagt, die Top 10 Vorschläge, es können nur die Verbände selber priorisieren und sagen, das sind unsere 10 wichtigsten Forderungen, die helfen unseren Unternehmen, unseren Betrieben, die wir vertreten, ganz akut diese Priorisierung vorzunehmen. Die können Sie natürlich nur dann machen, wenn Sie in dem Fall aus den 63 die überlegen, was sind denn die 10 häufigst genannten aus Ihren Unternehmen, die für Entlastung sorgen. Und deswegen ist das, wie gesagt, nur ein erster Aufschlag. Meine Arbeit ist mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 nicht beendet, ganz im Gegenteil. Und über die weiteren Aufschläge, die wir jetzt in den kommenden Monaten machen werden, kommen wir, glaube ich, heute Abend noch dazu. Wir kommen da nochmal, wir kommen auch nochmal zurück aufs Bürokratieentlastungsgesetz 4, weil ich glaube, da ist hier noch einiges zu sagen von der Seite, wenn ich mal rüber gucke. Ich würde aber gerne, Sie haben gesagt, Sie haben den Blick in die Vergangenheit erstmal geworfen. Ja. Und da möchte ich mit Herrn Dün nochmal kurz den Blick hinwerfen. 2015 kam die One-In-One-Out-Regelung. Und als die eingeführt wurde, klang das auch erstmal vielversprechend fürs Handwerk. Aber warum hat diese sogenannte Bürokratiebremse aus Ihrer Sicht bisher überhaupt keine Wirkung entfalten können? Oder wenig? Ja, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den Zahlen, den Statistiken einerseits und dem Gefühl, ist es jetzt weniger geworden oder nicht. Und beim letzten gebe ich Ihnen natürlich sofort recht, da hat man es jetzt nicht gespürt. One-in, one-out heißt, für jedes neue Gesetz muss quasi ein anderes wieder abgeschafft werden. Das ist so einfach nicht. Da muss ich die Politik ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich geguckt werden muss, welcher Wert steht dahinter. Das heißt, es wird ein Erfüllungsaufwand. Welcher Aufwand, Sie haben das gerade schön beschrieben, ist mit der Erfüllung eines Gesetzes verbunden? Und dann nützt es überhaupt nichts, irgendein Gesetz zu streichen, sondern ich muss natürlich eins finden, was vom Wert, der in Euros dagegen gerechnet wird, ungefähr
in der gleichen Größenordnung ist. Das ist die Aufgabe. Und tatsächlich ist es so, dass statistisch die Bundesregierung diese, wie auch die davor und die davor, 2015 haben sie gesagt, das schon im Grunde einhält. Und wir auch als Normenkontrollrat bei jedem Gesetz gucken, ob es denn einen entsprechenden Gegenwert gibt. Das ist nicht für jedes Gesetz im Einzelnen erfüllt, aber in der Summe ist es erfüllt. Dass sich das in Ihrem Alltag als Unternehmerin noch nicht widerspiegelt, zeigt, wie gut gedacht diese Regelung eigentlich ist. Aber dass wir eben Bürokratieentlastungsgesetze brauchen, die deutlich über One-In, One-Out hinausgehen. Denn auch 2015 hat ja keiner gesagt, das war jetzt der gute Moment, wo wir alle zufrieden waren und seitdem ist die Bürokratie aufgewachsen. Sondern wir haben ja 2015 bei einem ganz hohen Niveau schon angefangen und müssen einfach jetzt gucken, was kann man von dem, was auch 2015 schon an Bürokratie da war, Schritt für Schritt wieder abbauen. Viele der Gesetze, die zu mehr Bürokratie führen, kommen vom Bund oder auch von der EU. Doch auch die Länderebene hat ihren Anteil. Und deshalb wollten wir vom sächsischen CDU-Landtagsabgeordneten Marco Schiemann, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Sächsischen Landtags, wissen, ob der Freistaat genügend gegen Bürokratie vorgeht. Das Handwerk ist ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen. Deshalb ist jeder Handwerker für uns genauso wichtig wie ein Professor einer Universität unseres Landes. Alle, die sich im Handwerk zu Hause fühlen und engagieren, brauchen für die Zukunft eine stärkere Entlastung in der Berichtspflicht und der Dokumentationspflicht. Wir müssen endlich einen Wandel einläuten, einen Wandel zur Vernunft. Wir müssen die Bürokratie reduzieren. Und dazu brauchen wir den Diskurs mit der Europäischen Union, mit der Bundesebene, aber auch im Freistaat Sachsen selbst müssen wir Hausaufgaben leisten, damit die Meisterinnen und Meister Zukunftschancen für das Handwerk im Freistaat Sachsen gestalten können. Herr Schiemann spricht von Hausaufgaben für den Freistaat Sachsen. Da trifft es sich sehr gut, dass wir zwei hochrangige Mitglieder der sächsischen Verwaltung in der ersten Reihe sitzen haben. Thomas Kralinski, den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und den Beauftragten für Großansiedlungen Dirk Dietrichs. Meine Herren, die Kollegin kommt jetzt gleich mit dem Mikrofon zu Ihnen und Sie dürfen hier und jetzt auf der Stelle ganz frei entscheiden, welche bürokratische Pflicht würden Sie abschaffen, wenn Sie das jetzt hier und jetzt könnten? Ja, ist ja immer ganz gut, eine gute Fee dabei zu haben. Also ich würde mir in der Tat wünschen, wir hätten ein bisschen weniger Datenschutz. Dann kommen wir, glaube ich, bei der Digitalisierung ein bisschen schneller voran. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir Naturschutz ist irgendwie in Ordnung, aber ein bisschen weniger Naturschutz würde uns vielleicht helfen, um beim Ausbau der erneuerbaren Energien voranzukommen. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen auch an uns alle selber einen Appell richten, uns auch wechselseitig sozusagen mehr zuzutrauen. Ich will es mal illustrieren, was ich damit meine. Ich war mal eine Zeit lang in Brandenburg tätig. Dort haben wir mal die Bauordnung ein bisschen entschlackt. Unter anderem haben wir diese zentimetergenauen Abstandsflächen da irgendwie rausgenommen, also zwischen zwei Häusern und so. Zu was hat das geführt? Zu mehr Streitigkeiten vor Gericht, Nachbarschaftsstreitigkeiten, weil die Leute nicht miteinander reden. Und da würde ich mir dann doch auch manchmal wünschen, vielleicht muss nicht alles in Deutschland immer so, also auf einen Zentimeter genau geregelt werden. Das würde uns, glaube ich, echt an ganz vielen Stellen helfen. Und das hängt alles von uns selbst auch ab. Mhm. Herr Dietrichs, was hängt denn von Ihnen ab? Was würden Sie denn gern abschaffen? Also ich habe hier zwei Papiere. Das eine ist 18 Seiten lang und das zweite ist 4 Seiten lang. Aber ich will auch einräumen, dass all diese Normen, die hier aufgeführt sind, ihren Grund haben und begründet entstanden sind. Wir sind natürlich, ich sag mal, anders als das Handwerk, bei dem Thema Großansiedlungen mit anderen Rechtsnormen konfrontiert. Wir planen derzeit ein großes Industriegebiet in Nordsachsen von über 400 Hektar und sind dort mit einem sehr umfangreichen Planungsprozess konfrontiert, der ja alle Aspekte des Umwelt-, des Naturschutzes, des Wasserschutzes, des Schallschutzes betrifft. Hier müssen
Gewässerkonzepte gemacht werden, schalltechnische Gutachten, Verkehrskonzepte, Grünordnungspläne, klimaökologische Fachgutachten, Wasserrahmen. Uns läuft die Zeit davon. 18 Seiten können wir nicht durchgehen. Das sind die 2 Seiten, das waren nicht die 18 Seiten. Ich will nur sagen, das ist ein ganzer Katalog, der uns in Deutschland aus meiner Sicht hemmt. Nicht? Wenn wir im Wettbewerb mit anderen Regionen der Welt, da spreche ich jetzt für Großansiedlungen, aber die wirken ja auf das Handwerk dann auch. Das heißt, eine Großansiedlung sieht Handwerksleistungen nach sich. Wenn wir in diesem Wettbewerb, ich sag mal, auch weiter realisieren wollen, dann müssen wir hier, glaube ich, entschlacken. Mhm. Gut. Diese Listen unterscheiden nicht zwischen Industrie und Handwerk. Das ist genau der Punkt, über den wir sprechen. Es ist egal, ob ich einen Betrieb gründe mit 1, 2, 3, 4 Mitarbeitern oder ob es eine Großansiedlung von 400 Hektar ist. Ich muss mich an diese Vorschriften halten. Und der Fakt ist, wir können es nicht mehr leisten. Generell, Sie kennen das, Herr Dittrich, wenn die Politik zu Gast ist, wird trotzdem viel auch beim Handwerk versprochen zum Thema Bürokratieabbau. Und am Ende kommt doch wieder noch mehr raus. Und es gibt diese Diskrepanz auch, dass das Handwerk genau dasselbe leisten muss wie die Großindustrie. Woran liegt das? Liegt es an der von Dr. Röhl eingangs angesprochenen mangelnden Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft? Ich möchte 2 Dinge herausarbeiten, weil wir in der Demokratie auch Verständnis für die andere Seite haben müssen. Und deswegen verteidige ich jetzt auch die politische Seite mit den Begründungen, warum ist das so? Die erste und wichtigste ist für mich die Befugnisse des Rechnungshofes. Ich erlebe es viel zu häufig, dass auf bürokratischer Seite gesagt wird, wenn ich das nicht so und so prüfe, dann habe ich den Staatsanwalt am Hacken, weil der Rechnungshof fragt, warum hast du nicht besser prüfen lassen und geprüft? Das ist der eine Punkt, wo wir uns ehrlich machen müssen und ich die Frage stelle, wer kontrolliert eigentlich den Rechnungshof? Wer kann Politik machen in diesem Lande, wenn der mutige Politiker, der mutige Bürokrat, der Staatsangestellte sich für die Sache entscheidet und dafür immer die Gefahr hat, bestraft zu werden. Und der zweite Punkt ist, dass wir in der parlamentarischen Demokratie, die ich gern verteidige und erhalten möchte, immer Mehrheiten brauchen in Parlamenten. Aber die Entscheidung mit den Mehrheiten, und das ist dann wieder meine Aufforderung in die Politik hinein, diese auch zu nutzen. Ich widerspreche auch, es ist nicht so, dass uns Dinge versprochen werden, die nicht eingehalten werden. Ich formuliere es anders. Wir bekommen sehr viel Wertschätzung. Ich verlange Handeln. Herr Dittrich verlangt Handeln. Herr Strasser, wir hatten das Wort Zeitenwende, wir hatten das Wort Doppelwumms vom Bundeskanzler und Anfang September wurde nun der Deutschlandpakt angekündigt, der unser Land schneller und unbürokratischer machen soll. Wann können die Unternehmen ganz konkret mit den ersten spürbaren Entlastungen rechnen? Im nächsten Jahr werden wir das Bürokratieentlastungsgesetz 4 beschließen. Das heißt, im nächsten Jahr wird es auch konkret, an dem man uns messen kann. Ich will nur noch mal ein Beispiel bringen, warum ich glaube, dass jetzt im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Entlastungswirkung in diesem Bürokratieentlastungsgesetz noch deutlich größer wird, als wir es Stand heute messen können. Wir gehen ja die 10.000 Berichts- und Informationspflichten für Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Der Bundeswirtschaftsminister hat mir signalisiert, dass er davon ausgeht, 20-30% dieser 10.000 Pflichten kann man streichen. Das ist ein ordentlicher Batzen, der noch gar nicht in den 2,3 Milliarden Euro Entlastungswirkung ist. Also ich glaube, dieses Gesetz wird schon eine spürbare Wirkung tatsächlich im Alltag der Unternehmen haben. Und das Zweite, wo wir jetzt konkret handeln, wo wir angehen, ist die europäische Ebene. 57% der Bürokratie ist europäisches Recht. Und das zu verändern, das besteht, das zurückzudrehen, das ist wirklich eine historische Mammutaufgabe, die man bisher nicht gemacht hat. Deswegen haben wir in Meseberg bei der Kabinettsklausur nicht nur so ein allgemeines beschreibendes Papier verabschiedet, sondern einen Vorschlag mit ganz konkreten Maßnahmen, die wir als Deutsche angehen wollen. Wir sind jetzt in den Gesprächen mit Frankreich. Warum Frankreich? Wir glauben, wenn Deutschland und Frankreich als die beiden größten Mitgliedstaaten der Europäischen Union konkrete Vorschläge zur Veränderung des europäischen Rechts machen, dann werden wir Mehrheiten in Europa bekommen. Was bedeuten diese konkreten Vorschläge? Eine ganz wichtige Forderung in unserem Ausschlag finde ich, die KMU-Schwellenwerte anzuheben.
Also ab wann gilt man in Europa als kleines und mittleres Unternehmen, beziehungsweise ab wann nicht mehr? Weil durch die Anhebung dieser Schwellenwerte ganz viele kleine, insbesondere kleine Unternehmen aus europäischen Vorgaben, insbesondere Berichtspflichten, rausfallen werden. Wir werden das Thema Datenschutzgrundverordnung nochmal aufrufen. Die Datenschutzgrundverordnung ist im Kern gut gedacht, insbesondere in große Tech-Konzerne, Google und so weiter, die mit Daten Geld machen. Aber Vereine, kleine und mittlere Unternehmen leiden unter diesen Dokumentations- und Berichtspflichten. Sie haben es ja auch nochmal geschildert. Also da wollen wir nochmal an das europäische Recht ran mit den Erfahrungen, die wir in den Mitgliedstaaten gemacht haben. Wir wollen das Thema A1-Bescheinigung, das in meinem Wahlkreis, ich komme aus Süddeutschland, Grenze zu Österreich, aber in Sachsen mit der Grenze zu Tschechien und zu Polen, wahrscheinlich auch ein Thema in der heimischen Wirtschaft, an das Thema A1-Bescheinigung ran, die auch in der Verbandsabfrage genannt worden ist. Also wir werden jetzt konkret auch im Handeln, wir wollen tatsächlich ins Machen kommen. Und mein Eindruck ist, je transparenter wir diesen ganzen Prozess gestalten, wir werden zu allen 442 Vorschlägen im Oktober, können Sie zu jedem einzelnen Vorschlag im Internet nachlesen, was wir mit dem gemacht oder gegebenenfalls auch nicht gemacht haben, weil Sie als Bürgerinnen und Bürger, weil Sie als Unternehmen dann auch auf Ihre lokalen Politiker zugehen können, auf die Parteien und sehen, wer engagiert sich, welches Ministerium engagiert sich und welches eben weniger, und da ein echtes Wahlentscheidungskriterium draus machen, dass der Druck auf der Politik, der Druck auf den Ministerien, jetzt zu handeln, hochgehalten wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ich will das nur mal rüber zu Herrn Dün gucken. Herr Strasser hat das Thema europäische Ebene angesprochen. Man hat wirklich den Eindruck, es pusht sich ja so ein bisschen gegenseitig hoch, EU, Bund, Länder, Gesetzgebung. Teilen Sie den Optimismus von Herrn Strasser, dass hier zeitnah Abhilfe geschaffen werden kann? Ich bin ein grundsätzlich sehr optimistischer Mensch und glaube immer daran, dass man es zum Guten wenden kann. Aber hier habe ich einen leisen Zweifel vorsichtig formuliert. Ich finde das absolut richtig, was Herr Strasser gerade beschrieben hat, sich auf die EU-Ebene zu fokussieren als Bundesregierung. Ja, das ist genau der richtige Ansprechpartner. Ich will Ihnen nur ein Beispiel noch nennen, was jetzt auf uns zukommt. Wir diskutieren das auch in anderen Zusammenhängen, weil wir zusammen im Arbeitskreis Europa des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks sind. Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht. So, das hat sich irgendjemand ausgedacht, nämlich im Europaparlament und in der Kommission hat man gesagt, so Nachhaltigkeit, wichtiges Thema, müssen jetzt alle irgendwie machen. Dann nimmt man die KMUs sogar raus. Wunderbar. Man verpflichtet aber jede Sparkasse, jede Volksbank, genau darauf zu achten, bei der Kreditvergabe zu gucken, welchem Unternehmen sie das geben. Und dann haben sie es durch die Hintertür. Sie kriegen nämlich keinen Kredit mehr künftig bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder bei irgendeinem anderen Institut. Ich will ja keins auslassen bei den Banken. Wenn sie dann nicht eben doch, obwohl sie KMU sind, eine entsprechende Nachhaltigkeitsberichterstattung irgendwie vorlegen, weil sonst nämlich die Berichterstattung des Kreditinstituts nicht mehr funktioniert. So, das sind so Dinge, wo ich genau richtig finde, die Bundesregierung muss auf europäischer Ebene gucken, dass es weniger wird. Ich will aber ein anderes, vielleicht, ich mag die Vertreter des Landes jetzt um Nachsicht bitten, ich war selber in Verantwortung auf Landesebene. Ich werde das Thema aber nicht mehr vom Wickel lassen. Der Föderalismus in Deutschland braucht eine dringende Reform. 16 Mal verschiedene Regelungen. Sie haben das gerade, Sie sind gleich wieder dran, deswegen spiele ich den Ball sozusagen gedanklich schon mal zu Ihnen. Sie haben mir das gerade beschrieben, Sie sind in Bayern unterwegs, Sie sind in Sachsen unterwegs und Sie haben unterschiedliche Vorschriften für Ihre Konditorei, wie Sie die Eier aufzubewahren haben. Ich meine, daran wird Deutschland doch nicht zugrunde gehen, dass wir bei solchen Regelungen nicht 16 Mal verschiedene Regelungen haben, sondern dass wir nach dem Prinzip EFA, einer für alle, es wird ja in der Digitalisierung gerade schon mal ausprobiert, dass nur ein Bundesland etwas entwickelt und die anderen Bundesländer übernehmen es. Das, was wir angefangen beim Bildungssystem bis hin zu allen Landesbauordnungen und so weiter uns 16 Mal verschieden leisten, ist auch ein enormer Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Mhm.
Ich möchte gerne gleich noch mal einhaken. Zuerst noch mal zu Ihnen, Herr Strasser, der Anlauf an die EU. Also wenn wir unsere Verpackungsverordnung zum Beispiel nehmen, da hat die EU eine ganz klare Regelung gemacht, dass Betriebe der Handwerksrolle oder Handwerksbetriebe, die eingetragen sind, Ausnahmenregelungen bekommen. Und was passiert in Deutschland? In Deutschland wird das ganze Ding noch mal kompliziert und wir müssen alle ran. Also oftmals ist die EU gar nicht so die strenge Hand, sondern es wird dann in Deutschland tatsächlich durch die unterschiedlichsten Gremien noch mal aufgeblasen und extra genau gemacht. Und das, denke ich, da muss man noch viel mehr ran. Einfach mal gucken, ob man wirklich in Deutschland, habe ich immer den Eindruck, muss auf jeden Punkt, muss jeder I-Punkt sitzen und jeder T-Strich, ob man da nicht, wenn es die EU nicht vorgibt, auch noch mal hier ein bisschen mit der lockeren Hand arbeiten kann. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, ich habe also seit 5 Jahren den elterlichen Betrieb mit den Bayern übernommen. Ich stelle tagtäglich fest, dass wir zwei völlig unterschiedliche Regelungen haben. Allen voran, also mein Lieblingsthema, ich habe es Ihnen ja gerade schon erzählt, das Thema Hygiene ist in jedem Land anders geregelt. Die Lebensmittelüberwachung erwartet, wenn sie bei uns ins Haus kommt, einen Hygieneplan nach HACCP. Das machen wir auch alles wirklich wahnsinnig gerne. Und wir haben auch das eine oder andere Jährchen an Erfahrungen schon mitbekommen. Aber es ist ja nicht so, dass jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter des Amtes das genauso sieht. Sie können den tollsten Plan haben und dann kriegen sie einen neuen Betreuer. Und dann ist es schlichtweg so, dass der sagt, aber ich will das anders haben. Und das wäre doch wirklich bitteschön das Einfachste zu sagen, das Thema Hygiene ist doch in Bayern oder im Rheinland oder in Hamburg oder in Sachsen nicht anders, wenn man ein Baukastensystem digitalisiert und sagt, wunderbar, und jeder passt sich das dann in seinem Betrieb genauso an, wie er das braucht. Und dann digitalisiert man den Spaß noch und dann kann man mit wenigen Klicks sich das ausdrucken, weil am Ende steht der Unternehmer doch sowieso dafür gerade. Ich denke immer, ich stehe mit einem halben Bein, stehe ich schon im Knast, weil jeder, egal wer kommt, legt das, was wir gemacht haben, anders aus. Dann würde ich gleich nochmal weitergehen zu Ihnen, Herr Dittrich. Sie haben vorhin schon anklingen lassen mit der Verbändebefragung zum Thema Bürokratieentlastungsgesetz. Waren Sie nicht glücklich, wie das gelaufen ist? Jetzt ist inzwischen ein Eckpunktepapier vorgestellt worden. Wie zufrieden sind Sie denn damit, nach dem, was von der Wirtschaft alles rübergegeben wurde ans Bundesjustizministerium? So wie vorhin die Frage kam, wie viel Spaß macht es, selbstständig zu sein? Und die Bäckermeisterin sagt, ich habe da große Leidenschaft dafür. Wir müssen aber auch über die Bürokratie sprechen. So ist es auch hier. Ich möchte natürlich nicht, dass der Staatssekretär vollkommen frustriert geht. Wir wollen wertschätzend sagen, es ist schön, dass es ein Anfang ist. Aber wir müssen auch dahinter stehen und heftig Druck machen, dass noch mehr passiert. Mhm. Unterstützen. Also Ihr Druck hilft mir, sage ich mal. Also ich sehe das gar nicht als Affront, sondern ich brauche Sie als Mitverbündete bei diesem Thema. Und ich will nur sagen, weil vielleicht die Enttäuschung da ist, warum steht dieser oder jener Vorschlag nicht da? Deswegen machen wir das Monitoring. Ein Beispiel, da kam, glaube ich, vom Handwerk, das Berufsbildungsgesetz, die Ausbildungsverträge, eine Möglichkeit, dass sie direkt elektronisch mit ihrem Auszubildenden kommunizieren können. Das wird jetzt Teil der BEBIG-Novelle, die so oder so jetzt schon im Herbst kommt. Deswegen steht die jetzt nicht im BEG 4, aber es wird trotzdem umgesetzt. Oder wir haben festgestellt, dass manche der Vorschläge von Verbänden schon umgesetzt worden sind oder Teil der laufenden Gesetzgebung sind, wo also das noch gar nicht angekommen ist, dass wir da schon längst handeln. Und deswegen ist Transparenz und Kommunikation das A und O, dass wir über Bande spielen können, dass auch Sie als Verband überhaupt die Chance haben zu sehen, was machen die denn tatsächlich und wo reden sie nur. Dass die Verbände ordentlich Druck machen, haben wir auch in Zahlen nochmal zusammengefasst. Es sind 707 Seiten, die rübergegeben wurden. Das sind über 200 Meter oder 3,4 Kilo Papier. Und allein das ist eine Menge und zeigt, glaube ich, wirklich, ja, was hier da ist. Und das, obwohl beschränkt wurde schon, wie Herr Dittrich ja gesagt hat. Und deswegen, Herr Strasser, muss ich ein letztes Mal noch mal reingehen bei Ihnen. Wirklich ganz persönlich gefragt an Sie und auch mit Blick auf Ihre Partei. Ist das, was wir aktuell an Bürokratieabbau erleben, wirklich Ihr Anspruch? Ich meine, Deutschland ist die führende Volkswirtschaft in der EU.
Müsste man mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung auch nicht noch radikalere Schritte gehen, um den Wachstumsschub der Wirtschaft auszulösen? Ich nenne es jetzt mal Deregulierung als gratis Konjunkturpaket. Würde da nicht noch mehr gehen? Natürlich geht da noch mehr, das beschreite ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, dieses BEG 4 ist nicht der Weisheit letzter Schluss und nicht das Ende dieses Themas. Es ist ein, wie ich finde, starker Aufschlag. Nochmal, wenn das, was wir als erstes machen, schon doppelt so viel ist, wie das, was bisher passiert ist, dann finde ich das ein guter Anfang, aber es ist nicht das Ende des Bürokratieabbaus. Und Sie werden auch sehen im weiteren Prozess, es wird weiterhin auch politische Unterschiede geben. Ich nenne mal nur als Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Meine Partei hat dem im Deutschen Bundestag in der letzten Wahlperiode nicht zugestimmt. Wir haben das nicht erfunden. Wir würden es auch gern wieder abschaffen. Aber es gibt keine politische Mehrheit im Deutschen Bundestag, auch wenn wir ehrlich sind, bei Teilen der CDU/CSU nicht, die das wollen. Der Aufschlag dazu kam von einem CSU-Entwicklungshilfeminister im Übrigen. Das kam gar nicht von der SPD. Aber es gibt de facto keine Mehrheit momentan im Deutschen Bundestag zur Abschaffung. Und in einer Demokratie muss ich das zumindest erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es eben momentan nicht geht. Deswegen rate ich uns, bei diesem Thema unsere ganzen Kräfte jetzt auf die europäische Ebene zu setzen. Da wird ein europäisches Lieferkettengesetz verhandelt. Da muss es jetzt auch die deutsche Position sein, zu sagen, wir machen nicht noch über das hinaus, was in Deutschland jetzt schon Rechtslage ist, Lieferketten, die keiner nachvollziehen kann. Wir wollen eine Safe Harbor-Lösung haben, also eine Zertifizierung. Und wir müssen auch gucken, dass wir so gut als nur irgendwie möglich ausschließen, dass diese Nachweispflicht nicht von oben nach unten innerhalb der Lieferkette an die deutschen Unternehmen weitergegeben werden, sodass beispielsweise mein Bruder, der unser Familienunternehmen übernommen hat, 30 Mitarbeiter, mir sagt, ich soll da jetzt irgendwelche Sachen unterschreiben, dass in Bangladesch den Stahl, den ich hier verwende, dass der unter menschengerechten Bedingungen zustande kommt. Kann ich gar nicht, unterschreibe es halt einfach, aber ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Und das ist natürlich der Grundansatz dieses Gesetzes, komplett ad absurdum geführt. Und das müssen wir jetzt auf europäischer Ebene bestmöglich verhindern. Das ist die Möglichkeit, die die Mitgliedstaaten haben im Rahmen der europäischen Gesetzgebung. Und deswegen orientiert sich das natürlich immer an politischen Mehrheiten. Diese Realität, dass das durchgegeben wird, die haben wir jetzt schon. Das muss zurückgeführt werden. Ich kann Ihnen auch nicht, ich bin kein Jurist, ich bin Handwerksmeister. Ich weiß nur, dass diese Beispiele hier in der Handwerkskammer oder im Zentralverband dann auch ankommen. Was kann man dem Großkonzern sagen? Muss man dem dann sagen, du bist zu deren der Betriebsgröße, ist es verboten, dass du diese Forderung aufstellst? Der sagt ja, na, ich muss es ja aber machen, ich kriege ja Ärger, wenn ich es nicht tue. Also diese Realität haben wir schon verlassen. Und da frage ich mich, wie sollen wir das zurückdrängen? Würde ich jetzt erstmal an der Stelle so stehen lassen und würde gerne das Publikum noch ein bisschen mehr mit einbeziehen wollen. Sie durften bisher ja noch so gar nicht sich beteiligen. Das wollen wir jetzt ändern. Sie haben auf Ihren Plätzen Karten gefunden. Rot, Gelb, Grün, die Ampel. Damit dürfen Sie nun bei zwei Fragen mit abstimmen. Frage Nummer 1. Wie hoch war der Bürokratieaufwand, mit dem Sie in der zurückliegenden Woche zu kämpfen hatten? Wenn es bis zu 3 Stunden waren, dann dürfen Sie grün zeigen. Wenn es bis zu 6 Stunden waren, dann darf es gelb sein. Und bei bis zu 9 Stunden oder sogar noch mehr, dann bitte die rote Karte. Und zwar jetzt. Na, Wahnsinn. Na, da fehlen aber noch ein paar. Hoch die Hände. Ja, gut. Also ich weiß, gelb ist Ihre Farbe, aber ich glaube, aber grün sollte das Ziel sein. Besser. Also ist noch ein bisschen Arbeit, ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Da vielen Dank schon mal dafür. Und dann gleich noch die zweite Frage hinterher. Mit welchen Gefühlen und Erwartungen schauen Sie denn, auch nach dem, was Sie jetzt hier aus der Runde gehört haben, dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 entgegen? Sind Sie optimistisch? Dann zeigen Sie bitte grün. Sind Sie eher pessimistisch? Dann rot. Und wenn Sie sagen, weiß nicht, ich bin FDP-Mitglied, dann dürfen Sie gelb zeigen. Thorsten Herbst darf jetzt nicht mitstimmen.
Gut, also auch hier, Herr Strasser, das geben wir Ihnen als Hausaufgabe mit. Ist noch ein bisschen Luft nach oben, ist noch ein bisschen was offen. Ja, wenn es um Bürokratie und deren Umfang geht, dann kommt auch der Nationale Normenkontrollrat ins Spiel. Und was sich dahinter verbirgt, das erläutert jetzt Olaf Behrens, Hauptabteilungsleiter Recht und Steuern der Handwerkskammer Dresden. Der Nationale Normenkontrollrat ist ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung. Er ist beim Bundesministerium der Justiz eingerichtet mit Sitz in Berlin. Er besteht aus 10 Mitgliedern, die ehrenamtlich arbeiten. Gesetzlich hat er die Aufgabe, die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen zum Bürokratieabbau und zur besseren Rechtsetzung zu unterstützen. Inhaltlich erfüllt er diese Aufgabe, indem er insbesondere bei neuen Regelungen und Gesetzen den Erfüllungsaufwand dieser Gesetze für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft, aber auch für die Verwaltung prüft. Er prüft sie auf Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Kostenbelastung. Hierzu sind ihm Prüfrechte und Befugnisse eingeräumt worden. Er ist frühzeitig an einem Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen. Er wird eingebunden wie ein Ministerium. Seine Stellungnahmen werden Bundestag oder Bundestagsdrucksachen beigefügt. Er kann selbst Anhörungen durchführen und Gutachten in Auftrag geben. Jährlich hat der Normkontrollrat der Bundesregierung einen Bericht zu verfassen und diesem Bericht kann er schriftliche Empfehlungen beifügen. Ja, Herr Dün, das war so kurz zusammengefasst, ja, Ihr Aufgabenspektrum. Ja, perfekt dargestellt. Sie sind eins der 10 Mitglieder. Klingt nach einer Menge Aufgabe, aber wie schätzen Sie es ein? Ist das genügend Einfluss, den Sie haben? Oder wäre es zum Beispiel besser, wenn Sie auch bestehende Gesetze prüfen könnten, wie es zum Beispiel der Bayerische Normenkontrollrat darf? Ja, das ist denkbar. Wir schwimmen uns aber als aktueller Normenkontrollrat auch so ein bisschen frei. Wir gucken uns nicht nur die Gesetze an, die tatsächlich offiziell ins Verfahren gehen, sondern wir äußern uns mittlerweile auch zu etwas generelleren Themen, wo wir wissen, da kommt irgendwann mal was, machen dort entsprechende Stellungnahmen und sind auch im Austausch mit Verbänden und anderen Organisationen. Also ich glaube, wir erkämpfen uns so ein bisschen den Zugriff. Herr Göbel, unser Vorsitzender, nimmt regelmäßig an Runden, an denen Herr Strasser teilnehmen darf, bei den Staatssekretären teil, funkt da schon Meldungen rein. Wir selber als die 10, wir haben quasi so ein Berichterstatterprinzip. Ich darf zuständig sein für alles, was aus dem Hause Habeck kommt. Ich darf zuständig sein für alles, was aus dem Hause Stark-Watzinger kommt. Also Bildung und Wirtschaft sind so meine beiden Themen. Das heißt, man spricht dann auch mit den Ministerinnen und Ministern persönlich, weist sie auf bestimmte Dinge hin. Also klar, die Kompetenz, am Anfang, der Professor hatte gesagt, wir wären irgendwie an den Rand gedrängt. Er meinte, wir waren früher angesiedelt beim Bundeskanzleramt und sind jetzt angesiedelt beim Justizministerium. Ich will diese historische Debatte gar nicht machen. Wichtig ist, dass wir für jedes Gesetz zuständig sind. Egal ob im Bundeskanzleramt oder im Bundesjustizministerium. Wir fühlen uns bei Ihnen wunderbar aufgehoben am engen Draht. Aber eines muss ich anmerken, was unsere Arbeit extrem belastet. Das ist die Art und Weise, wie in letzter Zeit mit Blick auf die Kurzfristigkeit Gesetze gemacht werden. Ich war selber Abgeordneter. Ich weiß, in Krisensituationen ist manches wirklich schnell zu machen. Und wir hatten jetzt ein paar Krisen die letzten Jahre, dass man bei Corona-Soforthilfen nicht ein halbes Jahr Beratung im Bundestag macht oder solchen Dingen geschenkt. Aber jetzt erleben wir, dass ganz normale Gesetzgebung dazu führt, dass wir manchmal wenige Tage, manchmal 24 Stunden Zeit haben, um eine Stellungnahme abzugeben. Dann ist das ernsthaft nicht durchzuführen. Und wäre ich noch Abgeordneter, würde ich auch irgendwann sagen, das kann ja hier nicht mit rechten Dingen zugehen, wann soll ich das eigentlich noch lesen? Und völlig unabhängig von Parteizugehörigkeiten waren wir, glaube ich, alle oder jedenfalls viele von uns dem einen Abgeordneten, der vor der Sommerpause gesagt hat, so lasse ich das jetzt nicht mehr mit mir machen, ich gehe nach Karlsruhe und man muss jetzt noch mal ein paar Monate sich Zeit nehmen für das Gebäudeenergiegesetz, aber das ist nur stellvertretend für ganz, ganz viele andere Dinge, waren wir ihm sehr dankbar, weil wirklich da mal gesagt werden muss, lass uns, und ich glaube, das ist auch im Interesse des Justizministeriums, lass uns Gesetzgebung doch bitte so machen, dass man auch Dinge abwägen kann, dass man sie verbessern kann im Laufe des Verfahrens und dass sie nicht über Nacht
übergestülpt werden, dann durchgewunken werden aufgrund der vorhandenen Mehrheitsverhältnisse. Das kann nicht unser Anspruch an eine funktionierende Gesetzgebung und damit am Ende auch eine funktionierende Demokratie sein. Herr Strasser, für Sie als Koordinator der Bundesregierung für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau, ist der Nationale Normenkontrollrat Konkurrent oder Verbündeter? Oder, um es mal jetzt ganz provokant auszudrücken, bräuchte es den Normenkontrollrat noch, wenn Sie Ihre Arbeit besser machen würden? Also es braucht ihn unbedingt. Ich sehe ihn nicht als Konkurrenz, sondern als Antreiber und Motivator. So verstehe ich das, was der Nationale Normenkontrollrat macht. Dass man vielleicht nicht in jedem Detail immer übereinstimmt in der Analyse, das gehört auch dazu. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Und deswegen war es ja uns so wichtig, wir hatten als Justizministerium dann das Vorschlagsrecht für den Vorsitz dieses Gremiums, jemanden aus der Praxis vorzuschlagen, einen Familienunternehmer vorzuschlagen, Herr Göbel, der auch von seinem ganzen Spirit, Elan, wenn man ihn mal erlebt, also auch gar keinen Schmerz hat, einem direkt die Meinung ins Gesicht zu sagen und sehr ungefiltert. Und das finde ich als sehr bereichernd. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt zwischen unserem Haus, dem Nationalen Normenkontrollrat. Ich war ja auch bei Ihrer ersten Klausurtagung, als Sie sich konstituiert haben, dass man in einen Austausch kommt, wo gibt es auch Schnittmengen, wo man ein bisschen über Bande spielen kann, um den Druck auf die Häuser zu erhöhen. Und deswegen, ich will unabhängig von der Bewertung, ob die Leute sagen, das ist gut oder schlecht, was ich mache, sehe ich den Nationalen Normenkontroller nicht als Konkurrenz. In der Diskussion mit dem Staatssekretär Strasser ist zum Beispiel ein Beispiel aufgekommen, woran man auch sieht, dass die Dinge manchmal etwas komplexer sind und nicht nur ein Gesetz weg muss und dann sind alle glücklich, weil dann die Bürokratie weg ist. Das Beispiel ist das Schriftformerfordernis. Ich habe gerade bei mir in der Kammer den Online-Lehrvertrag eingeführt. Gibt es wahrscheinlich bei Ihnen schon 20 Jahre, aber wir sind jetzt auch so weit. Das heißt, der Unternehmer muss mit seinem Azubi das Ding so. Was habe ich aber für ein Problem? Irgendwann muss da eine Unterschrift drauf. Ich habe ja wieder einen Medienbruch. Muss das ausdrucken und dann wieder einscannen. So, das ist alles Wahnsinn. Und das erleben wir natürlich an ganz vielen Stellen. Krankenkassen und so weiter. Also man kann vieles digitalisieren, aber das Schriftformerfordernis ist so eine Hürde. Und dann haben wir in der Diskussion miteinander festgestellt, dass eigentlich niemand weiß, in wie vielen Gesetzen, an wie vielen Stellen diese Schriftformerfordernis, es gibt ja nicht das eine Gesetz, wo drin steht Schriftformerfordernis, sondern es steht in jedem einzelnen Gesetz in § 27 Absatz 4. Und das mal rauszukriegen, das war so ein konkreter Hinweis von uns an das Ministerium. Ihr müsst jetzt leider mal einen abstellen, der sich alle Gesetze anguckt, um die Schriftformerfordernisse abzuhaken und zu sagen, welches kann weg. Ist das nötig im Nach-Atom-Zeitalter, dass man jedes Gesetz sich anguckt? Kann man nicht auch ein Gesetz machen und sagt, wir ersetzen das Schriftformerfordernis durch eine digitale Möglichkeit? Wir kommen doch auch nicht auf die Idee, jetzt zu gucken, in welchen Gesetzen gerade noch ein schnurgebundenes Telefon grundsätzlich drinsteht. Grundsätzlich würde ich Ihnen recht geben, aber ich weiß jetzt, ich bin zwar Jurist, aber ich kenne jetzt auch nicht jedes einzelne Schriftform. Es gibt Tausende von Schriftformerfordernissen im deutschen Recht. Und ich weiß nicht, bei einer Eheschließung, wenn sie da vom Standesbeamten sitzen, finde ich, sollen die das nicht mit Klick machen, sondern da sollen die schon unterschreiben. Aber es gibt auch manches, was europarechtlich vorgeschrieben ist. Was ich damit sagen will, es gibt ein paar Notwendigkeiten, wo ich sage, tatsächlich, da seinen Kaiser Wilhelm oder wie auch immer, da nochmal eigenhändig auch drunter zu setzen, macht vielleicht an der einen oder anderen Stelle Sinn, aber da, wo man es eben abschaffen kann, und deswegen muss man es leider im Einzelfall sich einmal detailliert angucken. Aber ich finde es gut, dass das Justizministerium sich diese Arbeit gemacht hat und jetzt im Gesetz eben konkrete Vorschläge macht, wo dieses Schriftformerfordernis entfallen kann. Klein, mühsam, aber hilfreich. Klein. Hat der Normkontrollrat, ist meine Erinnerung, der Bundesregierung im Januar, Februar bescheinigt, dass die Bürokratie im letzten Jahr erneut gestiegen ist. Das ist meine Erinnerung. Mhm. Ist das so? Ja. Die Bundesregierung hat das festgestellt. Mhm. Also wir müssen uns ehrlich machen, dass wir manchmal, ja, wir bemühen uns, aber wir sind noch nicht auf dem Weg. Und ich hoffe nur, dass wir diesmal miteinander recht haben, dass dann in dem Bericht für das Jahr 24, weil 23 werden wir es ja wahrscheinlich nicht schaffen, mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 dann drinsteht, jetzt ist es gesunken. Ja, das ist unser gemeinsamer Anspruch. Und wir werden
wir haben ja gerade gesagt, als partnerschaftlicher Treiber, ja nicht nur das Justizministerium ist das geringste Problem, bei dem wir sozusagen den direkten Kontakt hatten. Es sind ja immer häufig andere Häuser, in denen dieser Bürokratieaufwuchs dann auch zu verzeichnen ist. Aber das kann man eben auch markieren, das werden Sie in unserem Bericht genau sehen. Also da kommt jetzt nicht so eine große Wolke, die Politik, die Regierung, sondern da wird Ross und Reiter genannt, dass man wirklich sehen kann, in den und den Häusern, mit den und den Gesetzen ist der größte Anstieg von Bürokratie verbunden gewesen. Ich will trotzdem noch mal zu Frau Kreuzkamp rübergucken und den Blick ins Handwerk mitnehmen. Den Normenkontrollrat gibt es auf Bundesebene, gibt es auf Länderebene. Die Frage ist, wie weit ist diese Arbeit denn im Handwerk bekannt und haben Sie das Gefühl, also es wurde jetzt als Treiber bezeichnet, aber haben Sie das Gefühl, dass die Normenkontrollräte wirklich etwas bewirken? Also ich muss gestehen, im Vorfeld zu dem heutigen Abend habe ich mich überhaupt noch nicht mit dem Normenkontrollrat beschäftigt. Der ist mir auch noch nicht begegnet. Aber in der Recherche habe ich gefunden, dass der baden-württembergische Normenkontrollrat zusammen mit dem Bäckerhandwerk, der Innung des Bäckerhandwerks, ein 96-seitiges Pamphlet aufgestellt hat. Eben zum Thema Bürokratieabbau im Bäckerhandwerk. Und was soll ich sagen? Es ist 2021 veröffentlicht worden und alle 96 Seiten stehen heute noch genau so da wie eben vor 2 Jahren. Also da ist gar nichts passiert. Und wirklich mein Appell an Sie, da steht genau drin auf 96 Seiten, was wir in unserem Handwerk brauchen, damit man uns das Leben einfach einfacher macht. Ich möchte auch gerne noch ein ganz kleines Beispiel anbringen. Ich nehme an, der eine oder andere kommt zu Hause in den Genuss des mal schnell gebackenen Obstkuchens. Das können Sie bei uns im Handwerk vergessen. Denn heute bringt mir mein Obstler wunderbare Kirschen, dann würde ich ja sehr gerne heute einen frischen Kirschkuchen backen und den in meine Läden tun. Darf ich nicht. Ich muss nämlich erstmal Nährwertanalyse, Allergene, muss das alles schriftlich deklarieren. Ich weiß, in Ihrem neuen Gesetz ist es zumindest so geregelt, dass ich es digital und nicht mehr auf Papier regeln muss oder in Ihrem Entwurf. Aber ich darf es eigentlich gar nicht frisch ohne eine Analyse in den Laden bringen. Morgen sagt mir der, heute habe ich tolle Erdbeeren. Jetzt fange ich den gleichen Spaß wieder von vorne an. Ganz ehrlich, diese Gesetze sind gemacht für die Industrie, die eben meinetwegen auf ihren Großanlagen 25 Produkte millionenfach herstellt. Aber der durchschnittliche Kollege von mir hat 250 bis 300 Artikel und jeder einzelne Artikel muss, bevor es in den Verkauf bringt, analysiert werden mit allem drum und dran. Und das kann es schlichtweg nicht sein. Das gilt unser Handwerk, das gilt das Lebensmittelhandwerk, weil wir kommen nicht mehr hinterher, das zu machen. Und deswegen sage ich, es muss Ausnahmeregelungen fürs Handwerk geben, weil sonst ist alles einfach nur noch ein Einheitsbrei. Ich würde das Wort Digitalisierung aus Ihrer Antwort gleich aufgreifen wollen und zu Herrn Dittrich rüberschauen. Denn wenn es um Bürokratieabbau geht, dann kommt im selben Atemzug das Wort Digitalisierung meist mit. Welche Priorität messen Sie dem bei? Ich würde den Bürokratieabbau in 2 Teile trennen. Das eine ist, was kann weg und das muss weg. Nebenbei gesagt, würde ich mir auch mal wünschen, dass man nicht nur auf die Vorschläge der Verbände eingeht. Vielleicht gibt es ja auch, wenn Sie eine Umfrage in den Ministerien machen, auch mal irgendjemanden, der sagt, ich habe hier ein Buch im Schrank stehen, das habe ich mir die letzten 20 Jahre nicht mehr angesehen. Auch das wäre eine Anforderung, die man mal mit einer Prämie versehen könnte, wenn ihr uns Dinge benennt, die wir nicht mehr brauchen. Wieso muss das eigentlich immer der Bürger tun? Ich bin kein Jurist und kann nicht sagen, welches Zahnrad herausgenommen wird. Also diese Dinge müssten weg. Auf der anderen Seite sehe ich Digitalisierung als Lösung. Und ich hatte vorhin schon überlegt, ob ich noch mal einhake zu dem Thema Föderalismus. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob die einheitliche Lösung die bessere sein wird. Weil es ist ja die Frage, welche Hygienevorschrift ist denn jetzt die bessere, die in Bayern oder die in Sachsen? Welche wird sich durchsetzen? Da habe ich schon wieder Sorge, wenn wir es zentralisieren, ob dann der Föderalismus auch heilen kann. Aber wenn ich dann höre, es wurde in Baden-Württemberg gemacht, aber es guckt sich keiner mehr an. Aber zurück zur Digitalisierung. Ich bringe immer das Beispiel, dass jetzt nicht nur etwas mit der Gesetzgebung zu tun hat, ich beantrage einen Betriebsmittelkredit bei einer Bank, dann muss ich da Unterlagen abgeben, da kann man auch Schränke füllen damit. Wenn ich das 3 Monate später wieder tue bei einer anderen Bank, weil ich firmenmäßig gewachsen bin, weil ich sage, ich möchte nicht nur von einer Bank abhängig sein oder
Ich habe ein KfW-Darlehen, SAB, Sächsische Aufbaubank. Jedes Mal machen wir dasselbe wieder. Warum gibt es keinen elektronischen Tresor, in dem meine Daten drin sind und bei dem ich festlegen kann, ob Daten freigegeben werden? Wir sind hier in Dresden auch, wie das bei euch ist, eine sehr alte Firma, weit über 100 Jahre alt. Und wie häufig ich dann die Handelsregisternummer irgendwo melden muss, da frage ich mich immer, Mensch, das müsste doch nun jeder wissen, dass es uns gibt. Aber nein, immer wieder von vorn alles neu. Also Digitalisierung ist für mich ein ganz wichtiger Lösungsansatz. Dann gucke ich rüber zu Herrn Strasser. Ich habe nachgeschaut, im EU-Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft ist Deutschland nur im Mittelfeld zu finden. Im UN-Index, der den Grad der Digitalisierung unter den Mitgliedstaaten misst, belegen wir auch nur Platz 22. Jetzt ist die Digitalisierung ein ganz wesentlicher Bestandteil im bereits angesprochenen Deutschland-Pakt. 15 Leistungen, die für Bürger und Unternehmen besonders wichtig sind, sollen bis Ende nächsten Jahres digital zur Verfügung stehen. Wie wollen wir das jetzt so schnell auf die Straße bringen? Ist dieses Versprechen realistisch? Also zu dem Ganzen gibt es ja eine Vorgeschichte. Unsere Vorgängerregierung hat das sogenannte Online-Zugangsgesetz verabschiedet. Da sollten 540, glaube ich, Verwaltungsdienstleistungen bis Ende des Jahres 2022 digitalisiert sein. Geschafft haben wir 40 von den knapp 540 Leistungen. Von dem her ist 15 jetzt nicht ganz unrealistisch, weil die Vorarbeiten ja schon gelaufen sind. Aber der Kern dieses Problems in Anführungszeichen ist, wir brauchen die Länder. Wir brauchen die 16 Bundesländer, um dieses Thema anzugehen, weil der Bund da eben nicht die alleinige Gesetzgebungszuständigkeit hat in einem föderalen Staat. Das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Dittrich, also dieses sogenannte Once-Only-Prinzip. Ich als Bürger gebe dem Staat einmal meine Daten, und dann darf der Staat anlassbezogen meine Daten für bestimmte Dinge nutzen. Die scheitert in Deutschland schon daran, dass wir keine einheitlichen Register haben. Sie können das technisch gar nicht umsetzen, weil die gemeinsamen Register nicht da sind. Wir haben keine gemeinsame Verwaltungssoftware der Länder. Wir haben, wie in meinem Bundesland, nicht mal eine einheitliche kommunale Serverinfrastruktur, die alle 1100 Kommunen in Baden-Württemberg nutzen. Und das zeigt die Größe der Aufgabe. Ich war bewusst im letzten Jahr in anderen Ländern, ich war in Estland, in Österreich, in Portugal und in Israel wegen diesem Thema, die zwar teilweise ein schlechteres Bruttoinlandsprodukt haben als Deutschland, aber meilenweit entfernt sind von dem, was wir in Deutschland können im positiven Sinn. 3 der 4 Länder sind zentral organisiert. Österreich ist zwar ein föderaler Bundesstaat, hat aber bei der Justiz, da ging es insbesondere um die Digitalisierung der Justiz, eine Bundeszuständigkeit. Die haben es natürlich einfacher, weil die können einen Prozess oben aufsetzen und das dann durchreichen. Das heißt, im Föderalismus ist es zwar möglich, aber mit ungleich schwierigen Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, das jetzt anzugehen. Das ist ein mittelfristiger Hebel, Bürokratie handelbar zu machen, weil nicht alles von Normierung werde ich abbauen können. Ich habe ein paar Gründe genannt. Ich habe nicht immer politische Mehrheiten. Ich kann nicht Regulierung abschaffen, weil ich eben keine Mehrheit im Parlament habe. Dann soll sie aber so sein, dass sie digital umsetzbar ist, dass eine Software mir das abnimmt, dass nicht ich das Formular ausfüllen muss, sondern dass es mir schon ausgefüllt wird und ich nochmal drüber schauen kann. Und deswegen bin ich im Gespräch auch mit den zuständigen Staatssekretären der Länder, insbesondere natürlich Baden-Württemberg, Bayern, mit anderen habe ich schon gesprochen, dafür zu werben, dass wir da was gemeinsam hinkriegen. Und das ist ja also auch der Versuch des Bundeskanzlers, das Angebot, lasst uns da nochmal zusammenzusetzen und einen Prozess jetzt aufzusetzen, wie wir das gemeinsam im Sinne der Verwaltungsmodernisierung hinbekommen. Also schnell werden wir diese Mittelfeldplätze nicht verlassen. Ich wäre schon froh, wenn man mal ernsthaft jetzt anfängt, an dem Thema zu arbeiten, um deutliche Erfolge auch zu sehen. Und Bürokratie ist ja spürbar für den Bürger eigentlich an 2 Stellen, bei ihrem Landratsamt und auf ihrem Rathaus. Das ist ja der Kontakt zum Staat, den sie haben. Und wenn es da Gegenden in Deutschland gibt, wo es bis heute nicht digitale Prozesse gibt, wo ich Verwaltungsdienstleistungen nicht digital erledigen kann, dann ist das ein Problem, das wir in Deutschland haben.
Wir sind jetzt eingestiegen als Bundesregierung mit dem sogenannten Digitalcheck bei der Regulierung. Das heißt, seit Anfang dieses Jahres muss jedes Gesetz darauf geprüft werden. Der Nationale Normenkontrollrat tut es auch. Ist das, was ich da regulatorisch aufsetze, übersetzbar in eine digitale Lösung? Ja oder nein? Und was muss ich an der Regulierung im Verfahren ändern, dass es digital übersetzbar wird in Programme? Also wir haben jetzt den ersten Schritt gegangen, die zukünftigen Gesetze, die wir jetzt machen, so zu schreiben, dass sie auch digital übersetzbar sind. Ich glaube, es gäbe bei dem Punkt und ich fühle mich gerade ein bisschen so frustriert, wie Sie gucken. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wir sprechen ja sonst über die Zukunft, das wird sich ändern. Wie werden sich Berufsbilder ändern? Die Gesellschaft, demografischer Wandel und der positive Teil Metaverse. Und wir sagen, wir sind nicht in der Lage, Prozesse zu verändern. Das ist frustrierend. Und ich würde uns allen raten, zu sagen, das muss jetzt geändert werden. Genau, aber es ist, glaube ich, nicht nur eine staatliche Aufgabe. Es ist auch eine Aufgabe, die an ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen viel konsequenter angegangen werden muss. Sie waren in vielen Ländern, ich war nur in einem, ich war in Schweden. Und an der Bratwurstbude, ich habe nichts anderes gemacht, als eine Bratwurst an einem Tag da in Schweden zu essen, stand ein großes Schild, No Cash. Und das finden Sie an jeder Ecke, steht No Cash. Ich war 2 Wochen in Schweden, ich habe kein Bargeld benutzen können. Überhaupt. Bei uns, wenn Sie in den Laden kommen, steht keine Kartenzahlung. Immer noch in ganz vielen. Und damit, mit diesem Beispiel will ich nur illustrieren. Wir müssen den Staat treiben, aber wir müssen es auch in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch befördern, dass wir uns auf diese digitalen Themen einlassen. Mein Eindruck ist, wenn ich auch manchmal tatsächlich noch in ein paar anderen Ländern unterwegs war, unsere Gesellschaft ist an manchen Stellen da auch sehr zurückhaltend. Wir schimpfen auf den Datenschutz. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, da müssen wir vieles dran ändern. Und in der nächsten Versammlung kriegen Sie von ganz vielen vorgehalten, dass genau das nicht gewollt ist, dass man auf gar keinen Fall irgendjemand irgendetwas wissen lassen will. Selbst die eigene E-Mail-Adresse darf auf gar keinen Fall irgendwie von irgendwem verwendet werden. So. Und dann sind sie trotzdem alle gleich bei Facebook. Ich will das einfach nur ein bisschen erweitern, dass wir auch eine gesamte Debatte darüber brauchen. Wir müssen es wirklich nicht nur einfordern, sondern selber auch leben. Ich denke, wir nehmen das als Debatte mit und vielleicht auch als Thema für das nächste fürs Handwerk nachgefragt. Sonst rennen wir nämlich jetzt hier wirklich komplett aus der Zeit. Und dementsprechend möchte ich gerne jetzt nochmal den Blick ins Publikum werfen. Ich habe ihm anfangs versprochen, Sie dürfen Ihre Fragen loswerden. Jetzt hätten Sie die Gelegenheit dazu, bitte ganz kurz und knapp die Fragen stellen, kurzes Handzeichen, dann kommt die Kollegin zu Ihnen und ich würde Sie bitten, ja, der Herr da hinten und bitte aufstehen, wenn Sie Ihre Frage stellen. Das wäre wichtig für die Regie. Ja. Danke. Ja, mein Name ist Thorsten Schölzel, ich bin Elektrotechnikermeister und ich von hier hinten sieht man ganz, ganz deutlich so diesen Unterschied. Handwerk, Politik und Jura. Ich komme aus dem Handwerk und ich möchte wirklich eine Warnung aussprechen. Was ist bei mir passiert? Ich habe 2015 einen jungen Mann, der bei mir gelernt hat, der bei mir gearbeitet hat, den habe ich zum Meister- bzw. zum Technikerlehrgang geschickt. Was hat er gemacht, als er fertig war? Der hat zu mir gesagt, du Thorsten, ich komme nicht mehr ins Handwerk. Das ist mir viel zu viel Papier, das ist mir viel zu viel Bürokratie hier. Ich will arbeiten gehen. Und schwuppdiwupp, ich hatte keinen Nachfolger mehr. Leider, meine Kinder sind auch Juristen. Aber, ne? aber das ist wirklich ein Problem im Handwerk. Wir finden keine Nachfolger, weil auch diese Sache dermaßen uns im Weg steht. Also bitte Politik und auch Juristen, tut was dafür. Ich kann wirklich nur, was Herr Dittrich gesagt hat, unterstreichen. Das sind die Macher und das sind, naja, wir könnten, wir sollten, wir müssten. Nein, machen. Das ist wichtig. Danke. Gibt es noch andere Fragen oder Wortmeldungen? Ich schaue mal ganz kurz. Ja, dann, liebe Podiumsteilnehmer, sind Sie ein allerletztes Mal dran. Wir spielen jetzt zum Abschluss noch eine kurze Runde Wünsch dir was. In einem Satz, wie soll es beim Bürokratieabbau weitergehen? Wo sollen wir, wenn Sie, jetzt haben Sie die Wunschfee hier auf Ihrer Seite, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wo sollen wir in einem Jahr stehen? Herr Dün, diesmal dürfen Sie anfangen und wir gehen so rum.
Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Beispiele für das neue Deutschland-Tempo finden als den LNG-Terminal und die Leitung, weil das ist ein gutes Beispiel, aber wir können uns immer noch nur darauf beziehen und uns fällt kein zweites, drittes, viertes oder fünftes Beispiel dafür ein. Und wenn wir das in einem Jahr hinkriegen, dass uns das allen einfällt und sagt, hey, da hat sich wirklich was geändert, das fände ich wäre sehr motivierend. Hm? Herr Strasser. Ich fände es motivierend, wenn ich in einem Jahr wieder nach Dresden zur Handwerkskammer komme, dass die mir sagen, Mensch Strasser, also vor einem Jahr haben wir dich für relativ naiv gehalten, aber mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 4, mit der Novelle des Vergaberechts, mit eurer Initiative in Europa, ich spüre tatsächlich, dass sich da was noch ändert und hier sind unsere 69 weiteren Vorschläge, wie wir jetzt weitermachen. Frau Kreuzke. Also ich würde mir wünschen, dass wir die elektronische Krankmeldung so regeln, dass wir die nicht abholen müssen, sondern dass die automatisch bei uns in der Mailbox landet, Nummer eins. Und bitte auch für meine Minijobler, die von der Knappschaft, die sind nämlich überhaupt nicht digitalisiert. Also ich weiß nicht, wer in den Genuss gekommen ist, aber wenn Sie Minijobler und wir haben zwangsläufig ja Schüler und Studenten bei uns, also die Knappschaft verschickt überhaupt nicht elektronisch. Das ist der eine Wunsch. Und der zweite Wunsch, den ich ganz dringlich habe, ist, dass man die Bonpflicht für Bagatellumsätze unter 10 Euro abschafft. Weil was wir in unserem Handwerk an Kilometer Rollenpapier produzieren, ist einfach ein absoluter Albtraum. Und wir haben zwar im Betrieb dies digitalisiert, indem wir einen QR-Bon anbieten, aber auch das bedeutet, dass der Kassenanbieter pro Monat die Hand aufhält und ich glaube 14 Euro pro Kasse verlangt. Und das summiert sich eben dann auch im Jahr auf 1.500, 2.000 Euro. Und ich denke, ich glaube, also wenn wir unsere Kunden fragen, da will keiner einen Bon oder in den wenigsten Fällen einen Bon. Und ich glaube einfach, dass da ist jemand wirklich durchgegangen im Verstand. Und wenn ich noch einen dritten Wunsch äußern darf. Wir haben ja seit 1.1. die Mehrwegpflicht. Und wir sind also angeleitet gewesen am 1.1. Plastikbecher und Gefäße und ich weiß nicht was alles anzubieten. Wir sind auch schon Ende Januar geprüft worden, ob wir das auch tatsächlich gemacht haben. Haben wir gemacht. Ich habe extra doch mal in die Kassen geguckt. Wir haben seit 1.1. in beiden Häusern nicht einen einzigen Becher verkauft, geschweige denn eine Schale. Und ich muss wirklich sagen, finde, das ist einfach total am Ziel vorbei. Wenn jemand einen Mehrwegbecher hat, dann nimmt er den herzlich gerne mit und füllt den. Aber wer kauft denn im Bäckerladen eine Tasse, um die dann in einem anderen Bäckerladen abzugeben? Und ich weiß, der eine oder andere kennt das Modell Recap, 25 Euro pro Standort pro Monat. Und wenn man sich das einfach mal summiert, das ist verrückt, was bei uns da ankommt an Dingen, die einfach echt wirtschaftsfremd sind. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, Sie sprechen vielen mit Ihren drei Wünschen aus dem Herzen. Herr Dittrich, Sie dürfen zum Schluss noch wünschen. Aber dann noch was übrig lassen. Du hast meine vollkommene Zuneigung, wie lang so ein einzelner Satz wird, wenn es um Bürokratie und die Sorgen damit geht. Ich schließe mich ganz einfach dem Staatssekretär an. Er hat gesagt, Bürokratieentlastungsgesetz 4. Er will nächstes Jahr mit uns über das Bürokratieentlastungsgesetz 5 sprechen, so habe ich es verstanden. Und es fehlte nur noch dieser entscheidende Punkt, lassen Sie uns auch die Digitalisierung von notwendiger Bürokratie angehen, damit viele dieser Dinge verschwinden können. Das ist doch ein schönes Schlusswort aus der Runde und damit gebe ich ab an Dr. Andreas Brzezinski, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, der, wie ich ganz stark vermute, eine Einladung an Herrn Strasser aussprechen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine intensive und kontroverse Stunde liegt hinter uns. Unsere Gäste hat das Thema Bürokratieabbau sichtlich getrieben, weil es natürlich auch pressiert. Es hat Sie alle zu uns getrieben. Vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben natürlich auch heute am Abend sozusagen Unterstützer, Sympathisanten an unserer Seite begrüßen dürfen. Ich darf noch ganz herzlich unseren Dresdner Polizeipräsidenten Lutz Rodig begrüßen, der ein treuer Partner des Handwerks ist. Das wollte ich einfach nur an der Stelle gern loswerden. Ja, zum Thema Rechtsstaatlichkeit.
ist ein Wert, das erkennen wir an, auch als Wirtschaftsbereich Handwerk. Fakt ist aber, dass die Bürokratie dieses Land in eine strukturelle Krise geführt hat und auch das Handwerk nachhaltig in seiner Entwicklung bremst. Die Signale sind alarmierend. Wenn jeder zweite sächsische Unternehmer dem anderen von der Selbstständigkeit abrät, dann geht irgendwas schief. Das Handwerk braucht Entlastung, denn mittlerweile geht einer von 5 Arbeitstagen, zumindest nach Gesetz, die meisten Unternehmer kommen in 5 Tagen ja nicht aus, für Bürokratie drauf. Das kann nicht sein. Wir benötigen mehr unternehmerische Freiräume und die Minderung der Bürokratie auf den Verhältnissen und vor allem auch der Größe eines Unternehmens angepasstes Maß. Wir werden auch mit Blick auf die im kommenden Jahr in Sachsen anstehenden Wahlen uns als Handwerk auch für eine Stärkung des Normenkontrollrates einsetzen in seiner Funktion. Wir wollen gerne, dass auch dort mehr Kompetenzen verortet werden. Wir haben auch überlegt, ob wir künftig neue Gesetzgebungsverfahren mit einem Ampelsystem begleiten. Allerdings hatten unser Präsident und ich Angst, dass wir dann irgendwo grüne und gelbe Leuchtmittel übrig behalten. Insofern gilt unser Dank an Benjamin Strasser, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium und Koordinator der Bundesregierung für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Unser Dank gilt auch Gerald Dün, Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats und Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln, sowie Elisabeth Kreuzkamp-Aumüller, geschäftsführende Gesellschafterin des Dresdner Backhaus GmbH. Ja, Herr Staatssekretär Strasser, Herr Dün, wir nehmen Sie natürlich beim Wort und werden in dem Jahr wieder nachfragen. Wir würden nicht sagen, Strasser, was hast du gemacht, sondern würden sagen, Herr Staatssekretär, wie weit sind Sie gekommen? Aber der Text bleibt sich zumindest im Sinn gleich. Wir sind, das will ich auch noch mal anbieten, als Handwerksorganisation gern Ihr Verbündeter, Ihr Komplize, aber liefern Sie. Danke auch an unsere Moderatorin Caroline Hähne. Danke auch an unsere Protagonisten aus den Einspielern, Dr. Klaus-Heiner Röhl vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Marco Schiemann, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Sächsischen Landtags, Olaf Behrens, Hauptabteilungsleiter Recht und Steuern der Handwerkskammer Dresden, aber natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Staatssekretär Kralinski aus dem SMWA und Herrn Dietrichs als Anwesungsbeauftragten. Ist immer besonders schwer, wenn man dann gleich hier sozusagen von der Moderatorin eng in die Zange genommen wird, weil man live dabei ist. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Moderation bei Caroline Hähne. Lassen Sie uns miteinander im Dialog bleiben, denn das Handwerk hält zusammen. Vielen Dank.